Sehr geehrter Herr Rektor, stimate domnule rector. Sehr geehrter Herr Berater des Präsidenten, stimate domnule consilier prezidențial. Sehr geehrte Gäste, Mitglieder der akademischen Gemeinschaft, liebe Studierende, willkommen zu unserem Festakt. Dragi prieteni, stimați colaboratori, stimați invitați, dragi studenți, bine ați venit la festivitatea cu ocazia jubileului de 25 de ani de la reluarea studiilor în limba germană la Universitatea Babeș-Bolyai. Es ist für mich eine ganz besondere Ehre, Herrn Rektor Daniel David zu bitten, uns sein Grußwort zu sprechen. Este pentru mine o deosebită bucurie și onoare să-l invit pe domnul rector Daniel David să ne transmită cuvântul său de salut. Bună ziua tuturor, domnule consilier prezidențial, domnule profesor, dragi oaspeți, dragi colegi. Aș începe întâi cu o scurtă istorie ca să ajungem la ceea ce sărbătorim astăzi. Prin anii 70 ai secolului 16, un principe al Transilvaniei a avut dorința, eu aș merge ca psiholog un pic mai departe, o dorință obsesivă în sens pozitiv, de a înființa o universitate în principat și să o înființeze la Cluj. N-a reușit în primii ani, însă conjunctura istoriei a făcut ca principele Transilvaniei, Ștefan Batori, să ajungă și regele Uniunii Polono-Lituaniene, care era una dintre cele mai mari țări din perioada respectivă, comparabilă cu Sfântul Imperiu Roman. Astfel încât, din poziția de suveran, a reușit în 1581 să înființeze o instituție care avea statut de universitate, care avea două facultăți, filozofie urmată de teologie și unde limba de predare era limba latină. Această universitate a funcționat cu întreruperi mai mici sau mai mari, așa cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei și cu aproape toate universitățile lumii în vremurile tulburi de atunci, până aproximativ prin secolul XVIII, când statul a vrut să aibă o contribuție mai mare la funcționarea acestei universități, care inițial a fost construită pe o structură iezuită, astfel încât, din secolul XVIII, universitatea are, pe lângă limba latină, începe să aibă, ca element de predare, și limba germană. Și această universitate se dezvoltă foarte mult, astfel încât, la un moment dat, are patru facultăți. Are facultatea de filozofie, are facultatea de teologie, are facultatea de drept și facultatea de medicină. În secolul XIX, această universitate are o serie de alte instituții care rămân istoric și care vor fi asimilate în ceea ce numim Universitatea Maghiară, astfel încât în secolul XIX putem spune că învățământul superior din Cluj a fost asociat cu limba maghiară. În secolul XX avem Universitatea Românească din Cluj, Universitatea Românească care se dezvoltă, care devine una de referință la nivel național, iar începând cu mijlocul secolului XX, începem să vorbim la Cluj-Napoca de învățământ multicultural, iar după Revoluția din 1989 vorbim de un învățământ multicultural mult mai complex, cu cele trei limbi de studiu pe care le știm astăzi, și anume limba română, limba maghiară și limba germană, asta sigur pe lângă multe alte programe în limbi de circulație internațională, engleză sau franceză. Așadar, în acest an, noi am sărbătorit această tradiție academică de 440 de ani și, în același timp, sărbătorim și cei 25 de ani de funcționare, de data asta, și mă bucur să spun acest lucru, continuă, a învățământului în limba germană la Universitatea din Cluj. Astfel încât avem cele două momente de sărbătoare. Nu vreau să intru în alte detalii, voi spune doar că în acești 25 de ani am reușit să inițiem, să dezvoltăm și să consolidăm linia germană în universitatea noastră. E momentul ca, construind pe aceste realizări, să vedem cum putem să ducem mai departe dezvoltarea acestei linii într-o Europa care, vedeți, este tot mai dinamică, care se schimbă, dar o Europa în care Germania, social, cultural, economic, devine tot mai influentă,
devine tot mai puternică, astfel încât, construind pe această istorie și pe acest prezent bun pe care îl avem, să putem să dezvoltăm și linia germană, dincolo de componenta educațională, de ce nu într-o zonă mult mai puternică pe cercetare, pe componenta inovativă cu societatea și așa mai departe. Deci voi provoca colegii de la linia germană în următoarele săptămâni să vină cu un astfel de proiect de aduce mai departe componenta germană, repet, în contextul dinamicii europene și internaționale pe care îl trăim cu toții. Așadar, mă bucur că suntem aici, mă bucur că avem această oportunitate, repet, de a celebra cele două evenimente, 440 de ani de tradiție academică la Universitatea din Cluj și 25 de ani de funcționare continuă a liniei germane. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank auch für die Herausforderung an die deutschsprachigen Studien. Dies ist ein Festakt und ich freue mich sehr, dass wir uns trotz der Pandemie heute wieder treffen können. Wir feiern, wie auch Herr Rektor es vorhin erwähnt hat, 25 Jahre deutschsprachige Studien in der modernen Zeit, in der modernen Geschichte der Universität. Aber wir feiern auch die Tatsache, dass wir die deutschsprachigen Studien an der UBB diese Möglichkeit haben, uns weiterhin zu entwickeln unter dem Motto der Universität, Tradition und Exzellenz. Und weil unser Schwerpunkt im Bereich der Exzellenz steht, gleich im Anschluss findet auch die Preisverleihung der deutschsprachigen Studien an die Studierende und an ausgewählte Mitarbeiter oder Unterstützer. Ich würde mich herzlich bedanken an alle, die die deutschsprachigen Studien möglich gemacht haben. Ich meine jetzt in den letzten 25 Jahren. An die alten Rektoren, die uns unterstützt haben. An meine Vorgänger, die ehemaligen Vizerektoren, zuständig für die deutschsprachigen Studien, einen herzlichen Dank für alles, was sie getan haben, sodass wir heute hier gemeinsam feiern können. Und natürlich an die Dekane der jeweiligen Fakultäten, die uns trotz aller Schwierigkeiten immer unterstützt haben. Und klar an unsere Sponsoren, die vieles möglich gemacht haben. Sowohl insbesondere für die Studenten, aber auch für die akademische Gemeinschaft. Es waren 25 Jahre im Vergleich zu 440 Jahren ist eine relativ kurze Zeit, wenn man das so sieht. Aber in Anbetracht eines menschlichen Lebens ist es viel. Wir sind groß geworden, wir sind reif geworden. Und es war ein langer Weg mit viel Arbeit verbunden. Und im Nachhinein werden wir die Möglichkeit haben, während des Cocktails in der Pyramide, wo alle herzlich eingeladen sind, uns ein bisschen auszutauschen über die Herausforderungen, über Erinnerungen aus der Vergangenheit und die Möglichkeiten für die Zukunft. Einen herzlichen Dank nochmals an alle, die auch online mit uns zusammen feiern. Und ich wünsche uns allen gutes Gelingen auch für die Zukunft, sodass wir uns in den nächsten 25 Jahren möglichst oft persönlich treffen können. Vielen herzlichen Dank. Voi face astăzi și oficiile de moderator în calitatea mea de prorector responsabil cu linia germană, astfel încât suntem deosebit de onorați
Și ne bucură foarte mult să ascultăm mesajul excelenței sale, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României, transmis prin intermediul domnului consilier prezidențial Sergiu Nistor. Es ist für mich eine ganz besondere Freude und Ehre, dass wir heute die Möglichkeit haben, die Botschaft des Präsidenten, seiner Exzellenz Klaus Werner Iohannis, hören zu können über seinen Gesandten, Herrn Berater Sergiu Nistor. Vielen Dank, vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc, domnule prorector, stimate domnule rector, domnule prorector, liebe Herr Vorsitzender Por, domnule subsecretar de stat, distinși membrii liniei de învățământ în limba germană și dragi membri ai comunității academice ai Universității Babeș-Bolyai, așa cum s-a spus aici, la invitația domnului rector, președintele României a acceptat cu plăcere să se adreseze acestui eveniment cu un mesaj, o să vedeți, deopotrivă oficial, dar și de suflet. Am plăcerea și onoarea să fiu eu mesagerul președintelui în fața dumneavoastră și să dau citire acestui mesaj. Es ist mir eine Freude und Ehre, Sie anlässlich des Jubiläums der Universität zum 25. Jahrgender bestehen, der deutschsprachigen Studierrichtung an der Babeș-Bolyai-Universität herzlich zu begrüßen. Meine Freude ist umso größer, als Ihre Universität auch meine Alma Mater ist und ich mit meiner Studienzeit in der wunderschönen Stadt Klausenburg viele wunderbare Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse verbinde. Doresc de asemenea, continuă în mesajul său președintele, să transmit felicitări la acest ceas aniversar și comunității academice a Universității Babeș-Bolyai, care sărbătorește în spiritul multiculturalității 440 de ani de la fondarea Colegiului Major Iezuit din Cluj. La vremea respectivă, o universitate cu predare în limba latină, precum marile universități europene ale epocii, Academia Claudiopolitana Societatis Jesu a permis circulația nestânjenită a cunoașterii și fructificarea competenței magiștrilor spre folosul studioșilor care i-au adus strălucire și prestigiu. În secolele care s-au scurs de la înființarea sa, cu precădere în perioadele în care s-a bucurat de o libertate academică autentică, universitatea dumneavoastră s-a distins prin selecția profesorilor și pregătirea studenților, prin încurajarea gândirii și a cercetării, prin deschidere și dialog academic internațional. Este nu doar privilegiu, dar și datoria dumneavoastră de a omagia mari profesori și cercetători, precum și numeroasele personalități culturale, care au marcat istoria Universității Babeș-Bolyai. Indiferent de limba în care și-au argumentat ideile ori și-au expus teoriile, toți aceștia rămân în cronică și în conștiința publică, unii dintre pilonii modernității societății noastre. Exemplul lor și cele aproape 5 secole care vă sunt prețioasă moștenire vă obligă să oferiți noilor generații cunoștințe, dar și responsabilitate, competitivitate, capacitate de dialog și comunicare, știință, dar și conștiință. Dimensiunea multiculturală nu este un construct artificial, nu este o modă, ori o ambiție conjuncturală, ci este o caracteristică istoric
înscrisă în fizionomia universității dumneavoastră, una dintre resursele succesului academic, dar și ale prestigiului ei. În acest sens, a dumneavoastră, alma mater, este unul dintre exponenții de vârf ai unui spațiu românesc marcat de o importantă și productivă diversitate culturală. În cadrul său, minoritatea germană din România și-a fructificat identitatea sa distinctă, cu valoroase expresii culturale, cu o apreciată contribuție la echilibrul general al societății și cu un rol important și recunoscut în procesele istorice care au plasat România în rândul societăților democratice europene. Aniversarea a 25 de ani de existență a liniei de învățământ superior în limba germană în cadrul Universității Babeș-Bolyai reprezintă doar o bornă a unui drum al cunoașterii, deschis tot mai multor călători care prețuiesc dialogul și libertatea. Doamnelor și domnilor, înțelegerea trecutului ne poate servi drept far călăuzitor în vremurile de grea încercare și în momente de reformă. Provocările ridicate de această perioadă fără precedent au fost întâmpinate de comunitatea dumneavoastră academică cu încredere și multă hotărâre pentru a găsi cele mai bune soluții. Universitatea Babeș-Bolyai a arătat astfel că educația de calitate contribuie la edificarea unor societăți reziliente, capabile să depășească cu bine situații de criză complexe. Îi felicit, spune în mesajul său președintele României, pe tinerii care au ales să urmeze studiile în limba germană, fie că este limba lor maternă sau nu. Îi încurajez pe toți studenții să își perfecționeze nivelul de cunoaștere a limbilor de circulație internațională care îi leagă de comunitatea științifică globală. Prin aceasta, dragi tineri, faceți primul pas în direcția dezvoltării unei cariere de largă deschidere, precum cea oferită de marile centre universitare ale lumii. Îi salut pe studenții străini care au ales Universitatea Babeș-Bolyai drept alma mater și sunt convins că îi așteaptă o carieră de succes și amintiri de neuitat. Stimați participanți, spune mesajul președintelui, deși acest sfert de secol pe care îl aniversăm astăzi poate părea, prin raportare la istoria de aproape jumătate de mileniu a universității, doar o fracțiune de secundă, sunt convins că temeinicia construcției va fi cea care va prevala. Vă îndemn să rămâneți la fel de dedicați idealului de excelență și colaborării cu marile centre universitare. Performanțele dumneavoastră îmbogățesc viața academică, culturală, spirituală, socială, economică și chiar politică a României. Sehr geehrte Damen und Herren, abschließend wünsche ich der Babeș-Bolyai Universität sowie der deutschsprachigen Studienrichtung für die Zukunft weiterhin viel Erfolg in Forschung und Lehre, sowie dass sich zahlreiche weitere Jahrgänge an dem europäischen Geist der Universität erfreuen mögen. Getreu dem Motto Erfolg verpflichtet, bin ich überzeugt, dass die UBB weiterhin für Exzellenz stehen wird. La mulți ani și, așa cum spuneam, o universitate clădită pe limba latină ad multos annos. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Nistor, pentru transmiterea acestui mesaj personal al excelenței sale, domnului președinte. De asemenea, mulțumim domniei sale pentru atenția și aplicarea care a dovedit-o și, sigur, și partea de suflet pe care a demonstrat-o.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, wir sind die deutschsprachigen Studiengänge und wir haben und haben uns immer erfreut einer engen Zusammenarbeit mit dem deutschsprachigen Raum. Dementsprechend der Herr Botschafter Kurt Mayer-Kloth hat sich die Zeit genommen, uns zum Anlass unseres Jubiläums ebenfalls zu begrüßen. Verehrter Herr Vizerektor Zakaria, verehrter Herr Rektor, ehemalige Verantwortliche, Professorinnen und Professoren, Studierende, Partner und Unterstützer des deutschsprachigen Studiengangs an der Babeș-Bolyai-Universität. Ich fühle mich geehrt und freue mich zugleich, dass ich mich heute einreihen darf in die Reihe illustrer Gratulanten zu diesem besonderen Jubiläum, 25 Jahre deutschsprachiger Studiengang. Viel lieber wäre ich selbst vor Ort gewesen, das habe ich leider nicht einrichten können, daher dieser Gruß aus meiner Residenz in Bukarest, ebenso von Herzen. Mit etwas Selbstüberhebung betrachte ich mich immer noch als Alumnus Ihrer Universität, weil mir im Sommer 2016 vergönnt war, meine ersten Schritte auf rumänischem Boden in einem Sommersprachkurs Rumänisch für Ausländer an Ihrer Facultate de Litere zu absolvieren. Und das war so viel mehr als nur ein Sprachkurs. Es war dank ganz großartiger Lehrerinnen eine Einführung in die Landeskunde, in die Geschichte, gerade auch der letzten Jahre, mit der Rolle der Zivilgesellschaft und vielen mehr. Ich habe bei Ihnen daher in dieser vielleicht europäischen Stadt oder einer der europäischen Städte, auf jeden Fall Rumäniens, ein Gefühl dafür bekommen, was es in diesen letzten 25 Jahren seit 1996 bedeutete, für den europäischen Weg zu kämpfen. Bedenken wir, erst 2004 trat Rumänien der NATO bei, 2007 der Europäischen Union. Vor 2 Jahren war es dann schon erstmals Ratspräsident dieser Union. Und selbst ich konnte in den 4,5 Jahren meiner Tätigkeit einige Bewährungsproben dieser noch immer relativ jungen Demokratie miterleben, bis zu einem gewissen Grad gar mitgestalten. Sprachen, und dies ist meine Botschaft an Sie zu diesem Jubiläum, Sprachen, die Vielsprachigkeit des Landes und dies eben gerade verkörpert in Klausenburg und wiederum als sozusagen pochendes Herzstück dieser Vielsprachigkeit sind ein entscheidender Schlüssel zum europäischen Verständnis und zur weiteren Stärkung unseres gemeinsamen europäischen Weges. Das Deutsche spielt da eine große Rolle, aber natürlich nicht allein. Im Verbund mit den anderen Sprachen entsteht dieser europäische Charakter. Ich hatte die Ehre, liebe Freunde, vor gerade mal 2 Tagen einen Doktor honoris causa Ihrer Universität mit dem Bundesverdienstkreuz zu ehren, den Schriftsteller, Seelsorger, Pastor Eginald Schlattner. Und bei dieser Gelegenheit habe ich einen Satz aus seinem Werk zitiert, der zurückgreift auf dieses besondere Klima Siebenbürgens, das eben auch schon in anderen Jahrhunderten zwischen Minderheiten herrschte. Er bringt das so wunderbar auf den Punkt wie folgt in seinem letzten Buch, Wasserzeichen, großen Buch von 2018. Da heißt es, man liegt sich nicht dauernd in den Armen und fällt sich nicht jeden Tag um den Hals, aber man achtet jeden in seiner Andersartigkeit von Sprache, Brauch und Glauben. Dieser andere im Zungenschlag gehört zu meiner Selbstverortung dazu, seine mir gebieterisch zugesprochene Bestätigung als Deutscher. Erst indem der andere dazugehört, bin ich, was ich bin. Und
Dies ist der Geist, der auch heute nach meiner Überzeugung deutlich macht, warum Sie alle Lehrer, Lernende anderer Sprachen, gerade auch der deutschen Sprache, politische Akteure sind auf diesem Weg eines gestärkten gemeinsamen Europas. Ich weiß, gerade auch für einen deutschen Studiengang zu kämpfen, ist nicht immer einfach im Verbund, im Wettbewerb und bei immer, wissen wir ja, knappen Mitteln. Dass es Ihnen gelungen ist, ist der eine große Erfolg, zu dem wir heute gratulieren. Und vielleicht mag künftig auch da, gerade in Ihrer so offenen, weltoffenen europäischen Stadt, das Argument noch einmal besonders helfen. Mit den Sprachen liefern wir den Schlüssel zu einem stärkeren Europa. Ich freue mich riesig und bin stolz, dass Rumänien heute zu den Ländern gehört, wo aktiver, prozentual gesprochen aktiver als sonst irgendwo Deutsch gelernt wird. An den Muttersprachschulen, heute natürlich besucht von der allgemeinen rumänischen Bevölkerung, an den vielen DSD-Schulen und jedes Jahr kommen hier welche dazu, weil hier eben so gut Deutsch gelernt wird. Und ich möchte mir wünschen, dass dies auch die Quelle ist für künftig noch stärkere deutschsprachige Studiengänge an Universitäten, zumal der Ihren, auf die wir ganz besonders stolz sind. Dies mein Wort zu diesem Jubiläum. Den herzlichsten Glückwunsch mit allen guten Wünschen für das weitere Gelingen. La Muzan. Ja, vielen Dank, Herr Botschafter, für dieses Grußwort. Und es ist für mich eine persönliche Freude, Herrn Thomas Schindilareu, Untersstaatssekretär, zum Wort einzuladen. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und den Weg bisher gemacht haben. Wir sind eine kleine, aber kleine Familie mit vielen, vielen Freunden, wie es sich nun mal zeigen kann. Herr Schindilareu, bitte. Magnificenz, sehr geehrter Präsidialberater, sehr geehrter Prorektor, sehr geehrter Vizepräsident des Senats, sehr geehrte Ehrengäste, meine Damen und Herren. Dieses andere Europa, so drückte sich vor ein paar Jahren anlässlich seines Besuches in Hermannstadt Joachim Gauck in seiner Eigenschaft als Präsident der Bundesrepublik Deutschland aus und bezog sich dabei auf einen unserer größten Schätze, die uns in Europa zu einem besonderen Ort machen. Die Natürlichkeit, die Selbstverständlichkeit und die historische Verwurzelung des nachbarschaftlichen Neben- und Miteinanders, unabhängig von ethnischer Herkunft und konfessioneller Zugehörigkeit. Störungen dieses tiefen Friedens, der den zugehörigen Alltag in Siebenbürgen wie in ganz Rumänien in dieser Hinsicht prägt, sind Randerscheinungen gewesen, was uns völlig normal erscheint. Aber den ausländischen, wissenschaftlichen wie touristischen Betrachter zutiefst fasziniert. Was ist das für eine Struktur? Kann das, hat das je überhaupt funktioniert? So wird im Allgemeinen wie im Besonderen gefragt. In Erinnerung ist mir persönlich das ungläubige Staunen eines ausgewiesenen Fachmannes der Aufklärungszeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München geblieben, als ich vor gut zwei Jahrzehnten die siebenbürgischen Verhältnisse und ihr Funktionieren zur Zeit Samuel von Bruckenthals
im Rahmen eines Hauptseminars darlegte. Heuer feiern wir den 300. Geburtstag von Samuel von Bruckenthal, und in diesem Rahmen heute hier gehört vielleicht auch erwähnt, dass er sich in den 1760er Jahren sehr dafür bemüht hat, in Hermannstadt eine vollwertige protestantische Universität mit 4 Fakultäten zu errichten, aber an der lokalen Kleingeisterei damals gescheitert ist. Maria Theresia war schon einverstanden. Zu den Kernaufgaben des Departments für interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens gehört es, diese Struktur zu pflegen und ihre Entfaltungsmöglichkeiten in unserer europäischen Gegenwart und Zukunft zu sichern. Dazu gehört freilich auch die Möglichkeit, in den Sprachen der nationalen Minderheiten in Rumänien nicht nur den schulischen Unterricht, sondern auch den Universitätsabschluss in der Muttersprache erlangen zu können. Aus diesem Grund gab es kein Zögern und kein Überlegen beim Erhalt der Einladung zum Festakt anschließend der 25-jährigen Bestehen, seit der 25 Jahre, seit der Wiederaufnahme der universitären Studien in deutscher Sprache an der Klausenburger Universität zuzusagen und Ihnen die besten Wünsche des Departments für die nächsten 25 Jahre und darüber hinaus zu überbringen, namentlich meiner Kollegen Staatssekretärin Enikö Katalin Laciko und Unterstaatssekretär Aladdin Ahmed. Erlauben Sie mir abschließend einige Gedanken zur Wirkungsmächtigkeit jener genannten Struktur zu skizzieren. Die deutsche Sprache und Kultur ist aufgrund ihres Gewichtes in Europa, aber auch der tiefen Verwurzelung, insbesondere in Siebenbürgen und dem Banat, trotz des auswanderungsbedingten starken Rückgangs der deutschen Gemeinschaft in Rumänien eine Ausnahmeerscheinung. Die Wirkungsmächtigkeit der Struktur in der kulturgeschichtlich deutsch geprägten Ortschaften haben jüngst die Klausenburger Soziologen Ovidiu Holtern, Remus Angel und Christian Schuster herausgearbeitet, indem sie beachtenswerte Formen der Übernahme und Fortführung deutscher Traditionen und Verhaltensnormen bei gleichzeitigem starken Rückgang der deutschen Bevölkerung, insbesondere durch die rumänischen Nachbarn, herausgearbeitet haben. Das hat enormes Potenzial und macht irgendwie dieses andere Europa und seine Struktur aus. Wie es Eginald Schlattner auf den Punkt gebracht hat, haben wir vorhin gehört. Das Buch heißt natürlich Reinventing Germanitatia. Als Historiker und Archivar erinnere ich mich an den rund 20 Jahre zurückliegenden Aufruf der Zeitschrift Provincia, die dem Umkreis der Liga Pro Europa mit Sitz in Neumarkt am Mirisch zugehörte. Er richtete sich an die Historikerzunft. Gedanken über die Möglichkeit und Voraussetzungen für das Erarbeiten einer umfassenden Geschichte Siebenbürgens zu veröffentlichen. Rumänische, ungarische und deutsche Historiker haben in mehreren Folgen der Zeitschrift geantwortet. Ich erinnere mich an Ovidiu Pecican, an Ioan Aurel Pop aus Klausenburg, an Zsolt Kalendjel aus München-Regensburg oder an Harald Roth, damals beim Siebenbürgen-Institut in Gundelsheim bzw. an der Heidelberger Universität. Viele, viele, viele wären hier noch anzufügen. Ohne weiter auf die unterschiedlichen Gedanken von damals einzugehen, die jedoch alle eine konstruktive Grundorientierung einte, will ich heute der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass dieses umfassende Geschichtswerk im Sinne des Gedankens von jenem anderen Europa einmal geschrieben werden wird. Wir hätten, so glaube ich, einiges zu sagen, was die Relativität der Zwangsläufigkeit historischer Entwicklungen auf unserem Kontinent anbelangt. Gewiss ist hierbei eine Sache: Der Weg zu diesem Gesamtwerk führt über die deutschsprachigen Studien der Babes-Bolyai-Universität. Denn irgendwoher muss die Expertise ja kommen, um die noch in beachtlicher Menge in deutscher Sprache in den Archiven Siebenbürgens schlummernden Schätze zu heben. Ganz konkret, die Existenz der deutschen Studienlinie haben es vor etwa 15 Jahren einen Studenten von Professor Harald Heppner aus Graz
nach Klausenburg gelockt, einen waschechten Steirer. Heute vertritt mich jener Bernhard Heigl in der Leitung des Archivs der Hontirus-Gemeinde in Kronstadt, sodass ich überhaupt das gegenwärtige Amt habe annehmen können im Rahmen des DRI. Im Namen des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landesbunde aus Heidelberg bzw. Hermannstadt möchte ich als langjähriges Vorstandsmitglied desgleichen das heutige Jubiläum begrüßen und kann nur herausheben, dass das Studium in deutscher Sprache sowie die Beziehungen zum kulturgeschichtlich wirkenden Teil des Lehrkörpers der Babesch-Bolyai-Universität bzw. ihre Mitgliedschaft ein fester Bezugspunkt ist für die Tätigkeit des Landeskundevereins. Ein kleines aktuelles Beispiel. Mit dem ehemaligen Absolventen und Kommilitonen von Dr. Porr an der UBB, Dr. Robert Offner, der heute in Regensburg ist, habe ich zum Ende des Jahres 2020 die Publikation Schwarzer Tod und Pest in frühneuzeitlichen Hermannstadt als einen Band in den Quellen zur Geschichte der Stadt Hermannstadt herausgegeben, freilich finanziert über das Departement für interethnische Beziehungen. Für heuer planen wir über den Arbeitskreis mit den Partnern hier vor Ort eine medizin- und sanitätsgeschichtliche Tagung über Klausenburg. Einige Bände habe ich davon mitgebracht. Wer noch möchte, kann mich darum ansprechen. Damit schließe ich meine Wortmeldung und danke für die Einladung. Aber nicht, bevor ich Ihnen alles Gute für die nächsten 25 Jahre und weiter darüber hinaus wünsche. Und das Buch gebe ich auch ab. Vielen Dank für die Glückwünsche. Die Universität ist nicht nur eine Stätte der Bildung oder eine Stätte der Forschung, sondern auch eine Stätte der Kultur. Und was wäre die Kultur ohne die Musik? Und für den heutigen Musikgenuss sorgt das Barockensemble Transsilvania. Und ich würde gerne Herrn Erich Türk mit seinen Kollegen bitten, um den jetzigen musikalischen Intermezzo zu sorgen. Vielen Dank. Einen schönen guten Tag allerseits, ein paar kurze Worte auch über unser Programm und auch das Ensemble. Wir fühlen uns diesem Anlass sehr verbunden und fühlen uns auch sehr geehrt, dass wir da sein können. Auch unser Ensemble ist gerade 25 Jahre alt geworden, vergangenen Herbst. Und auch unser Ensemble aktiviert im Zeichen der Multikulturalität. Wir sind normalerweise vier und haben drei verschiedene Muttersprachen. Unser Kollege Cellist Ciprian Kumpan kann aus Krankheitsgründen nicht dabei sein, aber auf jeden Fall zeigen auch wir seit 25 Jahren, wie angenehm und fruchtbar und schön die Multikulturalität sich anhören kann. Und wir beginnen mit Georg Philipp Telemann, Trio-Sonate in F-Dur. Thank you.
vielen Dank für dieses musikalische Intermezzo. Die Universität ist die einzige, unsere Universität ist die einzige multikulturelle Universität Rumäniens und die deutschsprachigen Studien sind in allen Gremien repräsentiert, inklusive im Senat der Universität. Dementsprechend würde ich bitten, Herrn Christian Schuster, stellvertretender Vorsitzender des Senats der Babesburg-Universität, für sein Grußwort. Vielen Dank. Verehrte Gäste, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, wir begehen heute gemeinsam einen Festakt. Gaudeamus igitur. Lasst uns also fröhlich sein, denn der Weg zum Aufbau einer deutschsprachigen Universität war lang und die letzten 25 Jahre waren auch keine leichten. Aber gemeinsam haben wir hier das vollbracht. Und diese Leistung verdient es, heute mit Freude und Anerkennung auch gefeiert zu werden. Deswegen auch vielen Dank für die fröhliche Musik. Die Gründung einer multikulturellen und vor allem mehrsprachigen Universität ist in jedem Land, egal wo das passiert, nie bloß eine bildungspolitische Angelegenheit, sondern auch immer eine identitätspolitische Angelegenheit und auch eine staatspolitische Angelegenheit. Durch diese politische Angelegenheit wird der Gesellschaft dieses Staates ein Spiegel vorgelegt. Und dieser Spiegel kann das Schöne, das Edelste, das Erhabenste dieser Gesellschaft auch wiedergeben. Er kann aber auch die dunkelsten Seiten dieser Nation in unheimlichen Tiefen steigern. Die Beschaffenheit aber dieses Spiegels, seine Reinheit und vor allem seine Nützlichkeit sind von all denen geprägt, von all den Menschen geprägt, die ihn gebaut, geschliffen, gepflegt und geschützt haben. Was wir hier durch die deutschsprachige Studienrichtung der Babesburg-Universität geleistet haben, verdanken wir also all den Leuten, die den Mut hatten, für das Schöne, für das Erhabene, für das Edle in unserer Gesellschaft gerade zu stehen. Aus diesem Grund bin ich auch sehr erfreut, dass wir heute persönlich oder durch Gesandte oder auch, wie wir gesehen haben, durch Fernübertragung so viele Vertreter aus den unterschiedlichsten Bereichen unserer gesellschaftlichen Umwelt dabei haben. Den Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Herrn Dr. Porg, seine Exzellenz den Präsidenten Rumäniens, vertreten hier durch den Herrn Sergiu Nistor und selbstverständlich auch alle unsere Freunde und Partner und Unterstützer aus der lokalen Kulturszene und Wirtschaft. Die deutschsprachige Studienrichtung ist zwar nur ein sehr kleiner Teil unserer Universität, ein kleiner Zweig, aber diese Studienrichtung trägt eine sehr wichtige Funktion, sowohl für die Universität selbst als auch für die rumänische Gesellschaft in ihrer Allgemeinheit. Wir sind praktisch der Spiegel, den sich die Universität selbst vorlegt, um den schmalen Pfad ihrer multikulturellen Ausrichtung nicht zu verfehlen. Und als solche tragen wir auch eine schwere und große Verantwortung. Unsere Verantwortung gegenüber der rumänischen Gesellschaft aber ist viel größer. Wir bilden hier die Lehrer, die Kulturmittler, die Leader aus, die uns in deutschsprachigen Schulen, Kultureinrichtungen und Gemeinden so bitter fehlen in Rumänien. Denn die Freude am Deutschen soll aus und mit Überzeugung an die nächsten Generationen weitergegeben werden.
Deswegen lasst uns heute fröhlich sein, denn Freude ist der Himmel, unter dem alles gedeiht. Vielen Dank. Unsere deutschsprachigen Studien sind tragen wesentlich bei an die Internationalisierung der Universität, aber sind auch ein Musterbeispiel der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der Universität und der Wirtschaft. Herr Dr. Daniel Metz braucht in unserer akademischen Gemeinschaft gar keine Einleitung mehr. Trotzdem sind wir sehr froh und geehrt, dass er heute dabei ist, als sehr, sehr guter Freund unserer Studiengänge. Herr Dr. Metz, willkommen. Ihr Mikrofon, bitte. Hallo, hören Sie mich? Ja. Hören Sie mich? Ja, danke. Ja. Sehr geehrter Rektor, sehr geehrter Berater des Präsidenten Rumäniens, verehrte Professoren, Gäste und liebe Studenten. Die deutsche Studienlinie der Babesboja-Universität, zu deren 25. Geburtstag ich heute von ganzem Herzen gratuliere, scheint mir ein Musterfall zu sein, wie das Wechselspiel zwischen der Wirtschaft und der Universität erfolgreich modelliert werden kann. Das Volumen des bilateralen Handels mit Deutschland erreichte 2020 einen Wert von knapp 29 Milliarden Euro. Nach Schätzungen der deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer sind rund 7.200 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in Rumänien aktiv und haben mehr als 250.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die Absolventen der deutschsprachigen Fakultäten der Babesboja-Universität sind als Mitarbeiter bei allen Firmen mit deutschem Kapital sehr hoch begehrt. Auch die lokalen rumänischen Firmen stellen verstärkt deutschsprachige Mitarbeiter ein, weil die Kommunikation mit deutschsprachigen Kunden oder Lieferanten in deutscher Sprache flüssiger wird. Sehr oft ist die deutsche Sprachigkeit eine grundlegende Voraussetzung der Zusammenarbeit. Die gemeinsame Sprache bringt die deutschen und die rumänischen Mitarbeiter auch emotional näher. Deutsch-rumänische Projektteams erbringen herausragende Leistungen in globalen, internationalen Projekten. Vor 20 Jahren bin ich aus Deutschland nach Rumänien zurückgekehrt. Meine Vision war damals, ein deutsches Unternehmen in Rumänien zu gründen. Ich habe nicht lange nach dem richtigen Standort gesucht, weil die Babesboja-Universität sofort als der richtige Grund da war, um die Firma damals in Klausenburg zu gründen. Jahrelang habe ich meine deutschen Kunden mit der Leistungsfähigkeit unserer deutschsprachigen Mitarbeiter begeistert. Die Offenheit der Universitätsvertreter mit der lokalen Wirtschaft gemeinsame Forschungsprojekte durchzuführen, hat mich von Anfang an auch begeistert. Die Qualität der Absolventenausbildung war der Erfolgsschlüssel unseres Unternehmens. Basierend auf meiner originären Vision, ein deutschsprachiges Unternehmen in Rumänien zu bilden, sind in den letzten 20 Jahren mehr als 2.000 gut bezahlte Arbeitsplätze entstanden. Mittlerweile haben wir in unserem Geschäftsgebäude einen Hörsaal mit über 100 Sitzplätzen eingerichtet. Wir haben Lehrräume und Laboren für Studenten und Professoren eingerichtet. Tagtäglich empfangen wir Professoren, Masteranden und Studenten bei uns, um den Lernprozess so praxisnah wie möglich gestalten zu können. Jedes Jahr begrüßen wir außerdem über 100 Praktikanten der rumänischen und deutschsprachigen Linien in unseren Unternehmen und tragen dazu bei, das Wissen und die Erfahrung dieser jungen Menschen praxisnah aufzurunden. Die Präsenz der Studenten und Professoren in unserer Firma soll aber unseren Mitarbeitern eine Realität näher bringen. Es geht um das lebenslange Lernen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, werden wir in der Zukunft permanent lernen müssen. Ich bin davon fest überzeugt, dass in der Zukunft die Fachkräfte der Wirtschaft regelmäßig die Universität aufsuchen werden,
um die eigenen Kenntnisse auf den neuesten Stand zu bringen. Als Beispiel ein Diplom in der Betriebswirtschaft wird nur dann als Erfolgsfundament in der Karriere bleiben, wenn die Kenntnisse immer wieder aufgefrischt werden. Die erfolgreiche Geschichte der Entity Data in Rumänien wäre nicht möglich gewesen, ohne auf der Seite der Universität Menschen wie Herrn Professor Dr. Greff, Professor Dr. Dragan oder Konferenziar Dr. Christian Sekörer als reale Partner gewinnen zu dürfen. Deshalb bedanke ich mich heute bei allen Vertretern der Universität. Ich blicke mit außerordentlichem Respekt auf alle diese Jahre der Zusammenarbeit zurück. Vielen Dank für die Opportunität, an dieser Jubiläumsfeier teilnehmen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Metz. Sie sind nicht nur ein Freund unserer akademischen Gemeinschaft, aber auch tätig innerhalb der akademischen Gemeinschaft. Und es freut mich sehr, dass unsere Studierenden auch von ihrer Erfahrung und Kenntnisse voll profitieren können. Ein weiterer Freund unserer deutschsprachigen Studien ist Herr Dr. Oliver Oswald, Head of International MHP Apollo Company. Ja, lieber Oliver, bitte. Lieber Christian Zakaria, sehr geehrte Professoren und Gäste, liebe Studenten. Die Babisch-Bolyai-Universität hat im akademischen Jahr 2020-2021 zwei sehr wichtige Jubiläen gefeiert. 440 Jahre seit der Gründung der Academia Claudio Politana sowie 25 Jahre seit der Neugründung der deutschsprachigen Studiengänge. Meinen herzlichen Glückwunsch zu diesen Jubiläen. MHP ist in Rumänien seit 2014 aktiv. Seitdem stehen wir in sehr enger Freundschaft und Verbundenheit mit der Universität Babeș-Bolyai. Insbesondere natürlich mit dem deutschsprachigen Studiengang Informatik, den wir seit Gründung nicht nur finanziell, sondern auch mit der Durchführung von Lehraufträgen unterstützen. Diese Unterstützung ist uns deshalb sehr wichtig, da wir aktuelles Wissen aus der Praxis perfekt in die Lehre einbringen können. Aus meiner Sicht macht genau das die Kooperation für die Studenten so wertvoll. Viele Ihrer Absolventen haben ihre Karriere bei uns begonnen und damit zu unserem massiven Wachstum beigetragen. Zwischenzeitlich beschäftigen wir mehr als 400 Personen an unseren Standorten in Cluj und Timișoara. Und ganz ehrlich, wir sind auf diese Erfolgsgeschichte wirklich sehr stolz. Gleichzeitig möchte ich Sie aber auch zu der erfolgreichen Kooperation mit Lehre und Wirtschaft aus dem deutschen Sprachraum sowie der global anerkannten, exzellenten Studienqualität beglückwünschen. Sie bereiten Ihre Absolventen auf vielversprechende Karrieren sowohl innerhalb als auch außerhalb Rumäniens vor. Akademisches Fachwissen kombiniert mit Sprachkenntnissen ist eine wesentliche Voraussetzung für jeden Karrierestart. Das haben wir hautnah im Rahmen unserer eigenen Kooperation erlebt. Die deutschsprachigen Studiengänge an der Universität Babeș-Bolyai leisten durch die Qualität ihres akademischen Angebots einen erheblichen Beitrag dazu, in einem international extrem kompetitiven Markt den Talenten auch in Rumänien sehr gute Karrierechancen zu ermöglichen. Ich persönlich freue mich wirklich sehr, Teil dieser Erfolgsgeschichte nun auch über so lange Zeit sein zu dürfen. Ich weiß, heute werden auch verschiedene Preise für universitäres und soziales Engagement vergeben. Sehr gerne wäre ich persönlich Teil dieser Veranstaltung gewesen, aber leider ist das Reisen in diesen außergewöhnlichen Zeiten noch immer nicht wirklich möglich. Ich wünsche Ihnen heute eine schöne Feier, schöne Feierlichkeiten und hoffe, dass wir uns bald auch persönlich in Cluj sehen können.
Als wir Anfang dieses akademischen Jahres das Jubiläumsjahr vorbereitet haben, trat ich eine Reise nach Hermannstadt, um sozusagen eine Brücke zu bauen zu der dortigen deutschsprachigen Gemeinschaft und gleichzeitig sozusagen bei sich zu Hause Herrn Dr. Paul-Jürgen Pohl, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, persönlich kennenzulernen und sprechen zu können. Heute war er so lieb und hat diesen Besuch zurückerstattet und ich bin sehr froh, ihn heute zu diesem Festakt begrüßen zu können. Herr Dr. Pohl, vielen lieben Dank. Dankeschön. Magnificenza, Exzellenzen, liebe Ehrengäste, stimate Doamne și Domnișoare, stimați Domn, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude und Ehre, heute bei dieser Jubiläumsfeier dabei sein zu dürfen, vor allem, weil ich schon bei der Gründung der Studiengänge in deutscher Sprache dabei war und dann auch bei weiteren Jubiläen. Unter Rektor Marga begann eine evidente Internationalisierung der Babes-Bolyai-Universität und in diesem Sinne wurden mehrere Studiengänge mit ungarischer bzw. mit deutscher Unterrichtssprache gegründet. In kurzer Zeit schon hatte Ihre Universität damit europäischen Modellcharakter. Einige Jahre danach war dieses Modell in Gefahr, von einer vorgeschlagenen Petőfi-Schiller-Universität abgelöst zu werden. Wir haben uns damals gemeinsam mit Erfolg gegen diesen Kompromiss gewehrt und die Babes-Bolyai-Universität entwickelte sich im Laufe der Jahre zu dem, was sie heute ist, nämlich die angesehenste rumänische Universität, was ihr verschiedene internationale Rankings zweifellos bestätigen. In all diesen Jahren gab es eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien und den Studiengängen in deutscher Sprache. So hat die Schulkommission des Forums durch ihre Mitglieder in den Lyzeen, wo in deutscher Muttersprache unterrichtet wird, beständig über die Jahre für diese Studiengänge mit Erfolg geworben. Wir werden dieses selbstverständlich auch weiter tun. Den jetzigen und zukünftigen Studentinnen und Studenten sage ich, nutzen Sie diese doppelte Chance, die Sie haben, nämlich, dass Sie die Ausbildung in einer Weltsprache genießen dürfen. Im Namen des gesamten Vorstandes des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien wünsche ich Ihnen zu diesem runden Jubiläum alles erdenkbar Gute, sowohl den Kolleginnen und Kollegen, die unterrichten, als auch den Studentinnen und Studenten. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit, Schaffenskraft und viele Erfolge, auch für die nächsten 25 Jahre. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Es ist nun die Zeit reif für das zweite musikalische Intermezzo. Unser Ensemble spielt auch vermehrt einheimische Musik und am nächsten Stück ist interessant, dass ein Satz daraus in einem Manuskript vorkommt, das im Hermannstädter Staatsarchiv bewahrt wird. Auch eine sehr multikulturelle Sache. Es ist das Manuskript des Josephus Fazakas Krisbacensis, steht auf dem Titelblatt. Es enthält Stücke auch von Telemann, Corelli und Händel noch zu ihren Lebzeiten. Es ist von 1738 und beweist, dass eben die mitteleuropäische Kultur in Siebenbürgen damals schon präsent war. Und Johann Christoph Petz ist ein weniger bekannter Komponist, aber es ist sehr schöne Musik, interessanterweise in französischem Stil komponiert. Und sie hat schon, wie gesagt, im 18. Jahrhundert ihren Weg nach Siebenbürgen gefunden und wurde hier gespielt. Musik
Die deutschsprachigen Studien existieren eigentlich durch die Studenten. Und hiermit bitte ich Frau Madalina Dicu und der perfekte Studenten seitens der deutschsprachigen Studien ihr Grußwort zu richten. Danke, Madalina. Dankeschön. Stimate domnule rector Daniel David, stimate domnule consilier prezidențial Sergiu Nistor, sehr geehrter Herr Unterstaatssekretär Thomas Schindelariu, sehr geehrter Herr Vizerektor Cristian Săcărea, sehr geehrter Herr Vizepräsident des Senats Cristian Schuster, sehr geehrter Herr Präsident des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien Paul-Jürgen Pohr, sehr geehrte Vertreter der Wirtschaft, sehr geehrte Lehrkräfte, Gäste und zu guter Letzt liebe Studenten der deutschsprachigen Studienrichtung unserer Universität. Es ist für mich eine große Ehre, zu diesem Zeitpunkt vor Ihnen einige Worte seitens des Studentenrates des deutschsprachigen Studienrichtung zu sagen. Dieses Jahr feiern wir unser 25-jähriges Jubiläum. Dieses Jahr wurde auch von vielen Veränderungen im Studentenleben geprägt. Wir haben sehr viele Stunden vor dem Computerbildschirm verbracht. Einige von uns haben unsere Kollegen und Lehrkräfte nur in der virtuellen Umgebung getroffen und wir haben alle gehofft, Cluj so schnell wie möglich, wie vor der pandemischen Zeit, zu sehen. Obwohl die Pandemie es uns nicht erlaubt hat, unsere Aktivitäten wie gewöhnt auszuführen, hat uns das offensichtlich nicht aufgehalten, uns akademisch und persönlich weiterzuentwickeln. Die Erfahrungen dieser Zeit haben uns die Gelegenheit und die Zuversicht gegeben, dass wir uns den schwierigen Situationen unseres Lebens anzupassen und diese sogar meistern zu können. Zusätzlich war die deutsche bzw. deutschsprachige Wirtschaft eine echte Unterstützung in unserer Ausbildung und hat uns gezeigt, dass wir mit Deutschkenntnissen einen echten Vorteil beim Berufseinstieg haben. Da die rein akademische Entwicklung nicht immer ausreicht, hatten wir viele Möglichkeiten zur Selbstentwicklung. Mit dieser Gelegenheit möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Gutenberg Studentenverein für ihre wichtige Rolle danken. Gutenberg existiert seit 2009 und ist das einzige deutschsprachige Netzwerk von Studentenvereinen aus Rumänien. Es wurde gegründet, um die deutschsprachigen Jugendlichen und Studenten aus Klausenburg zu unterstützen und sie näher einander zu bringen. Sehr geehrte Damen und Herren, man sagt, dass das Studentenleben eine der schönsten Zeiten im Leben des Menschen ist. Diese schöne Zeit kann aber manchmal etwas stressig sein, muss ich auch aus einer Erfahrung sagen. Als Student sollte man am besten ein gewisses Gleichgewicht zwischen Spaß, Lernen, soziales Engagement, persönliche Entwicklung und Vorbereitung der zukünftigen Karriere finden. Obwohl dieses ermutigend oder überwältigend klingen kann, ist es doch möglich und die besten Beispiele sind die Studenten, die hier heute im Saal oder online mit uns sind. Sie sind die Absolventen der Generation 2021, die uns gezeigt haben, dass man niemals aufgeben soll, selbst wenn man so ungewohnte Zeiten erlebt hat. Sie haben uns so gezeigt, dass wir Erfolg nur dann haben können, wenn wir an uns glauben und Motivation wahrnehmen und erleben. Die Absolventinnen und Absolventen, Sie haben in diesen Studienjahren an der BBU sowohl sehr gute Studienleistungen als auch hervorragende Leistungen in eurem Tätigkeitsbereich erbracht. Ihr habt euch sowohl am Lernprozess als auch an ehrenamtlichen Tätigkeiten aktiv beteiligt und ihr seid eine echte Unterstützung für Ihre Kollegen. Mit dieser Gelegenheit möchte ich euch zu den erzielten Ergebnissen und zu allem, was ihr während Ihrer Studienzeit erreicht habt, gratulieren. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Abschlussprüfungen und in allen euren zukünftigen Aktivitäten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Zu guter Letzt kommen wir zu dem Höhepunkt unseres Festaktes, und zwar die Preisverleihung der Deutschsprachigen Studien seit etlichen Jahren. Am Ende des akademischen Jahres treffen wir uns, akademische Lehrkräfte und Studierende hier in der Aula Magna unserer Universität, für die Preisverleihung der Deutschsprachigen Studien. Dieses Jahr wieder mal live, nach einem Jahr Online-Verleihung. Und die erste Auszeichnung für die hervorragende Kooperation und die tatkräftige Unterstützung der deutschsprachigen Studien der Babelsberg-Universität in Klausenburg wird verliehen an Herrn Bernd Otto Hörmann, CEO MHP Consulting Rumänien. Markteffizienz, Spektabilitäten, sehr geehrte Professoren, Studenten und Gäste. Vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Zuallererst möchte ich Ihnen zu 25 Jahren deutschsprachige Studiengänge an der UBB gratulieren. Wir, die MHP Consulting Rumänia, sind seit 2015 mit der UBB und den deutschsprachigen Studiengängen verbunden. Wir sind Sponsor des deutschsprachigen Studienganges Informatik seit der ersten Stunde und haben hier Herrn Professor Dr. Zakaria sehr viel zu verdanken. Sein Engagement war auch ein wichtiges Momentum in der Entscheidung, uns in Klausenburg niederzulassen. Der Erfolg von MHP in Rumänien, 400 Mitarbeiter gefunden zu haben, von denen auch viele deutschsprachig sind, wäre ohne das Engagement von Ihnen und der gesamten UBB nicht möglich gewesen. Aber auch die Studenten haben so Arbeitsplätze auf höchstem Niveau und einzigartige Karrierechancen in Rumänien finden können. Und eines kann sich die UBB sicher sein. Auch in Zukunft wollen wir ein verlässlicher Partner für die UBB und deren Studenten sein. Wir haben in den vergangenen Jahren für mehr als 200 Studenten Praktikumsplätze geboten. Und seit dem vergangenen, so schwierigen Jahr für Universitäten und vor allem auch für die Studenten, haben wir ein weitgehend virtuelles Praktikum für die Studenten angeboten. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und wünschen Ihnen eine schöne Veranstaltung. Auf ein Vivat Crescat Floriat der Universität Babelsberg. Vielen Dank. Wie auch Madalina Dicu, die Studentenvertreterin, vorhin erwähnt hat, ist der Gutenberg-Verein, obwohl nicht zu der Uni, zu einer Universitätseinrichtung gehört, nicht nur der einzige Verein deutsch sprechender Studierende und Schüler im Lande und mittlerweile auch außerhalb Rumäniens, wenn ich mich gut erinnere, aber auch ein Bestandteil irgendwie dieser deutschsprachigen Studien, weil die meisten Mitglieder waren, sind bzw. werden Studierende unserer verschiedenen Studienrichtungen sein. Und dementsprechend die zweite Auszeichnung für besondere Leistungen wird heute an Herrn Marc-Adrian Török, Gründer und langjähriger Präsident des Gutenbergs, verliehen, in Anbetracht von besonderen Leistungen in der Gründung und Leitung des Gutenbergs Vereins verliehen. Vielen herzlichen Dank, Marc. So, die erste Auszeichnung für hervorragende akademische Leistungen geht an Cosmina Ionuț. Ebenfalls Auszeichnung für hervorragende akademische Leistungen, Tudor Tolciu.
Ja. Auszeichnung für hervorragende akademische Leistung an Darla Aletta Duca. Auszeichnung für hervorragende akademische Leistungen Bianca Anna Juga. Ebenfalls Auszeichnung für hervorragende akademische Leistungen Christina Georgiana Laser. Ebenfalls aus dieser Preiskategorie Andrada Stâncianu. So. Auszeichnung für hervorragende akademische Leistungen Theodora Maria Wischan. Ebenfalls aus derselben Preiskategorie Theodora Hodoroga für hervorragende Leistungen. Sonja Christiana Malosch wird ebenfalls preisgekrönt. Aaron Antal bekommt heute ebenfalls diese Auszeichnung. Natürlich auch Romina Elena Donzu für ihre Leistungen. Auszeichnung für hervorragende akademische Leistungen geht an David Kojokariu. Und an Roxana Ioana Jurkovan für ihre Leistungen während des Studiums. Der erste Preis wird verliehen an Sonja Pojoga. Ebenfalls der erste Preis an Maria Popa. Erster Preis für sehr gute Leistungen während des Studiums geht an Adriana Tamara Pescaru. Derselbe erste Preis geht auch an Andrea Herda für ihre Leistungen. Der erste Preis für sehr gute Leistungen während des Studiums geht heute auch an Diana Holzer. Und dann Alfred Fellner. Der erste Preis für sehr gute Leistungen geht an Violina Mesdrea. Ebenfalls der erste Preis wird verliehen für Emeshe Elekes. Ebenfalls der erste Preis wird verliehen an Miriam Faur. Und
Der erste Preis für sehr gute Leistungen wird heute verliehen an Manuela Tekar. Der zweite Preis geht heute an Miruna Morerashu. Ebenfalls der zweite Preis an Edith Karda. Derselbe zweite Preis wir verliehen an Theophil Busgau. An Beatrix Kisch, Maria Paula Beschiu, Vlăduț Cosmin Banea, ebenfalls aus dieser Kategorie, zweiter Preis für gute Leistungen während des Studiums, Carla Fröhlich. Gratuliere, Carla. Bettina Andrea Tătaru. Ebenfalls der zweite Preis, Diana Maria Apolzan. Gratuliere. Aus derselben Kategorie, zweiter Preis für gute Leistungen, Karin Regina Hedrich. Der dritte Preis für gute Leistungen während des Studiums wird verliehen an Dominique Jorganda. Aus derselben Kategorie dritter Preis Christian Matei. Dritter Preis für gute Leistungen wird verliehen an Anna Irina Baciu. An Madalina Pârvu. An Francesca Rădulescu. An Iulia Alexandra Binder. An Boroko Kovac Balint. Aus derselben Kategorie, dritter Preis, Zenovia Murg. Und Mihaela Gabriela Silea. Die Auszeichnung für die Gesamttätigkeit geht heute an Eduard Claudio Gross für besondere Leistung im Sport, Kunst und Literatur. An Christiana Theodora Kirlejan. Gratuliere.
und an Romina Elena Domzu. Uns ist auch soziales Engagement wichtig. Dementsprechend geht heute die Auszeichnung für soziales Engagement an Andrea Anna Maria Diak. An Otto Fischer für besonderes soziales Engagement. An Sabina Maria Bărcuțean, ebenfalls aus dieser Kategorie. Andreea Ioana Marin. An Anita Sobo. Lucian Mayer. Darla Aleta Duca. Teofil Buzgău. Alex Kubinski. Alex, gratuliere. Delia Roxana Nicula. Francesca Rădulescu, für besonderes soziales Engagement. Cristiana Teodora Kirlejan. Zweimal preisgekrönt heute. Manuela Tecar. Ja, und mit der Vertreterin des Gutenberg-Vereins haben wir heute die Freude, die Gutenberg-Preise zu verliehen. Und zwar Daniela Ketzan. Gratuliere. Daniela. Diana Holzer für ihre Aktivität. Diana, gratuliere. Alexandra Paula Constantin. Teodora Banu. Maria Paula Beschiu. Und Miriam Faur. Zu guter Letzt der Fünf-Sterne-Kollege, die Fünf-Sterne-Kollegin preist diejenigen Kollegen, die immer dabei waren und ihre Kommilitonen geholfen haben. Heute Cosmina Ionuț, Dani Ftinca,
Alexandra Kir, Cristina Georgiana Lazar, Diana Holzer, Sonia Maloș, Andrea Nösner, Doris Coța, und Mihaela Gabriela Sila. So, nach so vielen Prämien und Auszeichnungen sind wir wieder an die Zeit für das musikalische Intermezzo, das dritte. Manuskript, dem Manuskript von St. Jorgen, Sfântu Gheorghe, 1757. Es enthält auch viel Kunstmusik von damals zeitgenössischen deutschen und italienischen Komponisten. Telemann und Vivaldi sind drinnen, aber auch die folgenden Tänze, die sehr folkloristisch gefärbt sind und die auch das lokale Kolorit vertreten.
Dragi invitați, dragi colegi, reflectând la mesajele transmise, am încercat să le relaționez cu cele două valori fundamentale pe care le avem în Universitatea Babeș-Bolyai, în comunitatea noastră academică, tradiție și excelență. Este evident că linia germană le reflectă puternic pe amândouă. Prin tradiție, noi reflectăm educațional și cultural în această universitate istoria universității, istoria Transilvaniei, istoria comunității germane în România, iar acest lucru a continuat, continuă și va continua ca angajament al acestei universități. Dar a doua valoare este excelența. Linia germană se înscrie foarte bine în această direcție, în sensul că, dincolo de istoria pe care, repet, o asumăm și o ducem mai departe, să știți, spre linia germană vin tot mai mult și avem un număr mare de tineri care nu vin din zona etnică germană. Sunt tineri care se regăsesc în limba și în cultura germană și văd limba și cultura germană ca o platformă pentru competitivitate într-o lume globală. Așadar, linia germană există prin tradiție și excelență și vom merge înainte în aceeași paradigmă. Vă mulțumesc pentru participare și dacă am început cu Gaudeamus Igitur, să încheiem tot pe o odă a bucuriei, și anume odă bucuriei. V-aș încuraja să luați loc și să urmăriți și istoria universității în timp ce auzim odă bucuriei.
Vă mulțumesc tuturor și o seară bună! Vă invităm la copii.